hier steht ja auch schon alles. Womit fangen wir denn an? Wir fangen mit dem Mürbeteig an, mit dem Boden der Torte. Erstmal kommt viel weiche Butter rein. Dann geben wir den Staubzucker dazu. Also Puderzucker. Außerdem reibe ich frische Zitronenzesten hinein. Und dann kommt noch Eigelb, Vanillezucker, Backpulver und Mehl dazu. Den Rest erledigt die Küchenmaschine. Der ist ja auch schon fertig. So schnell ist er fertig. Ja, und das Tolle ist, ich finde ja so Mürbeteig, wenn jetzt frisch zusammengerührt ist, da muss man vorsichtig sein, dass man ihn nicht aufisst. Natürlich, ja. Bei allem in der Patisserie. So, was machen wir jetzt mit dem Teig? Der Teig wird jetzt ausgerollt. Können wir rausnehmen. Aber du bäckst ja nicht nur, oder? Machst du nebenbei noch was anderes? Nebenbei, ja, genau. Hat mir schon ein Vogel gezwitschert. Ein Vogel gezwitschert, ja, so ungefähr. Ich bin Flötist. Also ich studiere an der Musikuniversität und versuche meine beiden Leidenschaften zu kombinieren sozusagen. Ja. Ich lasse mir aber lieber nicht die Flötentöne beibringen, sondern doch den Kuchen. Dafür rollt Daniel den Boden dünn aus und schneidet ihn dann mit einem Tortenring. Und der Rand ist übrig, oder? Der ist übrig. Oh, da kann man wieder naschen. Ich liebe es hier. Ich bleibe. Sehr gut. Genau, das gehen wir auf die Seite. Das ist so samtig. Ich flipp aus. Zitronig. Und wird der jetzt gebacken schon? Oder der wird jetzt gebacken. Etwas stupfen, heißt das in der Fachsprache. Stupfen? Stupfen, sagen wir dazu, genau. Und jetzt ist er fertig für den Ofen. Super. Jetzt müssen wir in die Backstube. Ich folge dir unauffällig. Genau. Ach, toll. Ein Boden bäckt jetzt. Genau, der ist im Ofen. Und was machen wir als nächstes? Als nächstes werden wir den Biskuit machen. Für die Torte, das ist in der Mitte, wird mit Ribiseln Marmelade zusammengeklebt. Für den Biskuitteig nehmen wir Ei, Zucker, ein bisschen Salz und fürs Aroma frisch geraspelte Orangenschale. Und jetzt die Vanille noch. Okay. Wichtig, frisches Vanillemark. Ah, du streichst die erst glatt, weil manchmal muss man mit dem Messer so ackern, weil die so ein bisschen krumm gewachsen sind. Das ist ein kleiner Trick, genau. Rein damit und dann das Ganze endlich rühren. Biskuitteig nennt sich übrigens auch Wiener Masse. Aber hier in Wien ist ja eigentlich jede Masse eine Wiener Masse. Okay? Das ist jetzt okay. Jetzt ist er fertig. Die ist ganz schön schnell, die Maschine, ne? Die muss schnell sein, genau, bei uns. So, wie machst du das? Den raus? Genau. Jetzt ist das ganz schaumig, das Ei. Das muss so sein, genau. Okay. Ups. Und jetzt? Jetzt kommt dann schon das Mehl dazu. Das müssen wir aber sieben. Das ist halb Stärke, halb Mehl, genau. Diese Mischung rühren wir vorsichtig von Hand ein, damit der Teig schön luftig bleibt. Zum Schluss kommt geschmolzene Butter dazu. Und jetzt ist es schon bereit für den Tortenreifen. Okay. Der bekommt jetzt einen Boden aus Backpapier. Natürlich könnt ihr zu Hause auch eine Springform zum Backen nehmen. So, und fertig ist unser Biskuitboden. Ach, toll. Und der kommt jetzt wieder in den Ofen? Der kommt jetzt in den Ofen. Dann kannst du den ja schon in den Ofen bringen und dann räume ich hier ein bisschen auf. Das machen wir so. Super. Der Biskuitteig backt jetzt bei 200 Grad genüsslich vor sich hin. Da bist du ja schon wieder. Der bäckt jetzt, der tolle Boden. Der bäckt jetzt, aber genau. Nur ganz kurz, oder? Nur ganz kurz, 5 bis 6 Minuten, also nach Sicht. Und jetzt machen wir den Pudding für die Creme. Eine Vanille-Oberscreme. Erstmal schlage ich Sahne auf mit 2 besonderen Zutaten. Rum und frischem Vanillemark. Nicht zu schnell, sonst spritzt es vielleicht ein bisschen. Ja. Genau, muss man aufpassen. Setzen wir Milch, verrühren gleichzeitig schon mal ein Eigelb mit etwas Milch und Puddingpulver. Erst gebe ich Zucker und dann die Mischung zu der warmen Milch und koche das Ganze unter Rühren auf. Die Vanille-Rumsahne ist nun auch fertig und der Pudding wird jetzt auch noch aufgeschlagen. Aber das geht ganz schnell.
Jetzt geht's um die Wurst, weil jetzt muss ich alles mitkriegen, weil ich möchte das bestimmt noch mal nachmachen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, die Zutaten sind ja schon lecker, dass es auch sensationell aussieht. Natürlich. Den kann man ja bei Freunden so ein bisschen angeben. So, was machen wir? Wir werden die jetzt zusammensetzen. Ja. Jetzt kannst du die Marmelade draufgeben. Und wie viel, wie dick machst du die? Wie du willst. Also ich bin ein Marmeladenliebhaber. Das heißt, der darf ruhig mehr rauf. Genau, genau. Das ist jetzt für mich eigentlich nur ein großer Keks, der sehr lecker sein muss, weil das Marmelade ist. Der alleine schon lecker. Genau, den könnte man jetzt schon so essen. Jetzt stechen wir den Teig aus. Jetzt ist der Teig genauso groß wie der Tortenreif. Und hier kann man schon ein Stück naschen. Natürlich kosten. Oh, lecker. Genau. Und hier kommt schon das Biskuit. Und fertig ist der Untergrund für unsere Torte. Jetzt mischen wir Pudding und Obers. Obers ist ja die Schlagsahne und die heben wir zur Hälfte unter den Pudding. Jetzt kommt die Creme aber auf den Kuchen, genau. Oder? Einmal eine dünne Schicht. Eine dünne Schicht und dann kommen die Früchte. Ach so, aber dann kommt noch mehr. Creme. Okay. Natürlich, ich natürlich. Ich war schon kurz beunruhigt. Die dünne Schicht ist nicht nur köstlich, sondern auch dafür da, dass die Früchte nicht in den Boden einsuppen. Auf die kommt jetzt die restliche Creme drauf und dann noch eine Ladung Beeren. Und oben verteilen wir den Rest Schlagsahne. Wie lange muss die ungefähr kühlen? Die muss ungefähr ein paar Stunden kühlen, also damit man ruhig sicher ist, dass das Ganze fest wird. Oder über Nacht am besten. Aber ihr habt ja hier bestimmt einen Schockfrost, damit natürlich, es schneller geht. Ja, das finde ich großartig. So, und während das kühlt, müssen wir aber noch den Baiser machen. Oh, der kommt auch noch oben drauf. Der kommt auch noch. Ich flippe. Du musst dich noch gedulden. Das geht, solange es noch etwas zu naschen gibt. Oh. Wir werden jetzt Zucker kochen für unseren Zitronenschaum. Da brauchen wir ein spezielles Zuckerthermometer. Es wird auf 121 Grad gekocht. 121 Grad, dann darf man nicht naschen, weil dann verbrennt man sich und das wird wehtun wahrscheinlich. Den Zucker lösen wir in Wasser auf. So, jetzt kocht das. Lauter Blasen, ja. Genau. Und es ist Zeit fürs Thermometer. Und jetzt dauert das ein paar Minuten, bis das auf 121 Grad steht. Das wird immer dicker, je heißer das wird. Und dann bekommen wir einen schönen festen Schaum. Das ist dann nicht das Baiser, was man zum Beispiel auf so Zitronentörtchen könnte, was man zu Hause einfach nur aufschlägt und dann zu Hause geht's abflammt. Ja, also es ist ein bisschen mehr Aufwand mit dem Zuckerkochen, aber es ist viel stabiler natürlich. Verstehe. Ja. So ein Thermometer hat natürlich nicht jeder. Da muss man dann schätzen. Ich schlage jetzt erstmal Eiweiß. Wäre der Zucker schon so weit? Also darf er zum Eischnee. Daniel lässt ihn langsam in die Masse reinlaufen. Das Spezielle bei dem Schaum ist der Zitronensaft. Rein damit. Der kommt jetzt am Schluss dazu. Oh, steht wie eine Eins. Genau, so soll es sein. Bitte sehr. Genau, es muss immer Gütekontrolle ist das A und O. Wie schmeckt der? Oh, herrlich. Zitronig und fluffig. Zitronig, genau. Es ist wirklich nur so ein Hauch, ne? Man hat es auf ein der Zunge und ist ja, eigentlich schon wieder weg. Macht es dann aus. Toll. Deshalb heißt es ja Baiser, also Kuss. Der ist lecker und man ist glücklicher danach. Und mit Daniels System von innen nach außen zu spritzen, sieht die Torte auch noch richtig toll aus. Die letzten Stücke machst du. Ja, das werden dann meine Stücke. Ach, toll. Ich finde es sehr schön, so wie sie jetzt eigentlich ist. Ja, dann lassen wir sie auch. Wollen wir so lassen, frei. Weil ich finde das sehr schön. Dann schneiden wir sie an. Ich finde, das ist immer das Schlimmste, wenn Kuchen lecker aussieht, den anzuschneiden. Es ist wie ihm wehtun. Aber wenn man dann das erste Stück hatte, möchte man ein zweites. Oh, sieht das toll aus. Das ist ja der Hammer. Oh. So hübsch, ne? Mmh.
großartig.